Was geht ab, ihr geilen Klubschis? Herzlich willkommen zurück bei den bekloppten Polizisten hier bei Regenbogen 6 Belagerung. Ich bin hier wieder unterwegs und muss erstmal hier schön verteidigen alles. Und ich habe komplett behindert gespielt. Ich habe es komplett vergessen. Ich bin mute. Und ich hätte direkt anfangen müssen, hier meinen Shit zu platzieren. Wir spielen auf der Map Favelas. Die ist für mich neu. Alter, sind das Drogen. Voll geil. Will haben. Ja, das bin ich, Alter. Ja gut, dann kriege ich halt deinen Kumpel. Ist mir relativ egal. Alter, wie viel... Ey, wie viel man hier zerstören kann. Leckt mir den Nudelsack. Holy shit. Oh, wurde da gerade was von dem Gegner schon zerstört? Pass auf. Gehen Sie mal bitte beiseite. Ah, ich brenne! Alter, was? Oh, dafür habe ich Ihnen einen Headshot gegeben, aber sowas von... Und ihn direkt geinjured. Das ist nice. Aber Alter, hat der gezwiebelt. Leck mir am Arsch. Die kam aber auch relativ zügig rein, du. Das muss man mal sagen. Oh, oh. Gut, mach das mal. Ich setze hier was hin. Dann können die da nicht durchspringen. Jedenfalls fürs Erste nicht. Bis sie da was zerstören. Ich hoffe, dass von da keiner kommt, ey. Dann will ich... Was? So nicht, Alter. Weggeschrotet. Die Schrotflinte ist voll gut. Okay, ich habe ein Team-Gadget kaputt gemacht. Aber das war, glaube ich, mein eigenes, oder? Nö, war es nicht. Meins liegt da noch. Aber egal. Signal Disruptor. Jawohl. Ich wurde gespottet. Nein! Ah, ich wusste es, dass von da irgendwann einer kommen wird. Scheiße. Ich hoffe, mein Team hat den gemacht. Nö, der ist noch am Leben. Warum? Team, könnt ihr es mir bitte erklären? Okay, jetzt ist er tot. Ey, da. Ich kann ihn nicht markieren. Jetzt lasst euch nicht alle wegsnacken da, bitte. Jawohl, nice. Das war doch eine ganz gute erste Runde, würde ich sagen. Ja, wieder der Blackbeard, wie in der letzten... ...auch zum Problem für mich wird. Ja, ich werde mir auch demnächst dann mal die anderen Operator alle holen. Ich nehme mal ein Schild mit. Ich denke, das kann man ganz gut machen. Und dann mit Smoke Grenade. Und dann gucke ich mal, mit wem ich zusammenlaufen kann. So, komm. Ja, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, falls ihr Bock habt mitzuspielen, wow, ich kann den Ball nicht bewegen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir auch mal zusammenspielen, zusammen aufnehmen und alles. Denn zusammen macht das Spiel natürlich mehr Spaß. Es ist ein Teamspiel. Zusammen ist man auch besser. Also, Alter, was bist du denn, ey? Siehst ja voll strange aus. Oh, wow, das Team beginnt sich selbst zu töten. Alles klar. Ich muss noch ein bisschen die Map kennenlernen. Okay, hier waren wir vorhin. Hi. So, einfach mal runtergeschmuggelt. Hi. Wie wir hier zu dritt drin sind. So. Oh, die Map sieht auch echt interessant aus. Das muss man einfach mal sagen. Ey. Pff. Jawohl, ey. Erstmal hart feststecken. So, ich nehme mal erstmal... Achso, Weppel. Enemy detected outside. Was hat er denn vor?
Was ist da los? Ich werf da mal einfach eine Smoke rein. Okay. Ich muss noch gucken, wo hier die Grenzen der Map sind und alles. Die sieht auf jeden Fall... Die ist hammer verwinkelt. Die ist richtig verwinkelt. Alter, holy shit. Aber halt so, wie man sich die Favelas vorstellt, beziehungsweise wie sie sind. Also in dem Fall trifft die Map auf jeden Fall zu. Aber ist halt nur sehr hart zum Spielen. Hoppala. Okay, der hat getroffen. Erstmal eine Smoke reinwerfen. Okay, jetzt sehe ich selbst nicht so viel. Das ist ein bisschen ungeil. Okay, Objective contested. Alter, ich blende dich. Ja, hat doch ganz gut funktioniert. Ohne Absprechen oder sonstiges. Ich habe ihn einfach geflasht. Und er hat ihn dann gekillt. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. So wie man eigentlich mit dem Schild zusammenspielen sollte. Ha, wen nehmen wir denn diesmal? Wen nehmen wir denn diesmal? Ich glaube, ich spiele mal so eine Art Supporter, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Den Doc, der Leute wiederbeleben kann aus der Ferne. Also, wenn sie injured sind. Ja, er hat auch den geilsten Namen. No, no. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Alles klar, wieder zwei Deutsche im Team. Ein Ami, ein Franzosen. Ne, zwei Franzosen. Ich bin ja selbst auch Franzose. Je suis Baguette, Monsieur. Monsieur Baguette. Avec le croissant. Alter, was macht er denn da im Gegnerteam? Die einzelne grüne Wurst da. Ah ne, ist ja blau. Farbschwäche. So. Ja, ja, machen wir schon. Keine Sorge, mein Freund. So, alles klar. Die Franzosen sind ja eh schon hart gepanzert, aber weißt du was? Scheiß drauf. Wir panzern uns einfach noch mehr. So. Sicher ist sicher und doppelt hält besser. So. Zieh hoch das Ding. Zack. Jawohl. Ich glaube, der Eingang wird hart für die. ich kann hier leider nichts mehr machen. Ich habe keine Reinforcements mehr. Zieh mal hoch die Wand. Okay, er hat noch. Okay, da ist eine Kamera. Ja, ich muss halt hier noch die ganzen Spots kennenlernen, wo man spawnt, wo man, wo die ganzen Kameras sind, wo man sich versteckt und sowas. Die Treppe hier, die ist eigentlich ziemlich ungeil zum Verstecken. Zum Verteidigen, wenn man kein Schild hat. Und das Schild, das hängt leider hier. Ja. Was wir aber mal machen könnten, sind hier... Ja, ich kann nicht mehr erstmal anschreien, obwohl ich weiß, dass er mich nicht hört. Mal gucken, wo hier was ist. Da sind zwei. Jawohl. Okay, die haben mich jetzt geholt. Da war auch einer. Okay, die sind im First Floor, wir sind im Third Floor. Also das heißt, die sind zwei Stockwerke unter uns. So, jetzt nur noch anderthalb. Na komm. Wo sind sie denn? Kommt da einfach mal durchgeschwommen hier. Okay, da muss er eigentlich irgendwo hier unter sein, ne? Oh, ja gut.
Ich habe richtig viel gesehen in dieser Runde. Aber naja. So ist es halt mal. Lol. Alles klar. Oh, Sieg! Schon! Nice! Einfach wegrasiert hier. Da links sieht ihr den dicken Glubschi. Yay! Gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ja, dann lasst einen Like da, kommentiert und abonniert. Würde mich natürlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss!